Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Twittwoch-Spezial heute am Montag. Schön, dass ihr und sie es alle geschafft haben, auch wenn es ein Twittwoch ist, so sind wir heute am Montag. Mein Name ist Thomas Pfeiffer, ich bin heute hier Ihr Gastgeber als Vorstand, als zweiter Vorstand des Twittwoch e.V. Twittwoch e.V. ist ein Verein mit Hauptsitz zwar in Berlin, aber wir machen bundesweit Veranstaltungen, ich hier hauptsächlich in München. Wir haben uns vor ziemlich genau 3 Jahren in der Niederlassung gegründet oder das erste Mal getroffen. Damals war Twitter noch ganz, ganz neu und wir haben einfach da Runden gemacht, wie man aus Unternehmenssicht sich mit Twitter beschäftigt. Irgendwann wurde Twitter dann erwachsen, dann sind wir Richtung Facebook gegangen, Richtung Foursquare hatten wir als Thema. Jetzt aktuell übermorgen in Berlin ist Pinterest das Thema, das wir behandeln. Und ab und zu machen wir eben auch Twittwoch Spezial. Wir hatten einmal in der BMW-Welt einen Kultur-Twittwoch vor einem halben Jahr zum Thema Netzpolitik allgemein und heute eben zum Thema Urheberrecht. Ich bin an dieses Thema nicht ganz völlig blank herangegangen. Ich bin auch parteipolitisch aktiv, das sage ich der Transparenz halber dazu. Sie können meine Partei an meinem T-Shirt erkennen. Und aber ich werde versuchen, die Diskussion heute parteipolitisch neutral zu moderieren und dafür zu sorgen, ähnlich wie vielleicht so ein Schiedsrichter im Fußball, dass wir zusammen vorankommen. Das Thema Urheberrecht ist ein sehr, sehr weites Thema. Da gibt es ganze Dissertationen, die nur über das Thema Urheberrecht und Nutzerperspektive im Urheberrecht geschrieben werden. Ganze Anwaltskanzleien leben natürlich von diesem Thema. Aber wir haben heute nicht ewig Zeit. Ich denke mal 80, eineinhalb Stunden, denke ich, ist so ein zeitlicher Rahmen, der ganz sinnvoll ist. Und da möchte ich nicht das gesamte Thema erschlagen. Und vor allem möchte ich einige Themen, wenn es geht, und das ist auch meine Hoffnung an das Podium, auch einige Themen vielleicht auch ausklammern. Und diese Themen sind beispielsweise das Thema GEMA und YouTube. Wer von den beiden ist denn nun der Böse? Das Thema möchte ich deswegen ausklammern, weil wir niemanden von der GEMA da haben und auch niemanden von Google. Und da macht es natürlich wenig Sinn, wenn man sich in Allgemeinplätzen verliert und nur darüber spricht, was die anderen eigentlich machen sollten. Ich finde es auch eine höchst interessante, aber bisweilen akademische Diskussion, die Frage, ob es so etwas wie ein Recht auf geistiges Eigentum gibt, ja oder nein. Ich glaube, da gehen die Meinungen auf dem Podium wahrscheinlich auch auseinander. Da könnten wir dann einen ganzen Abend allein mit diesem Thema füllen, sind aber am Ende des Abends auch keinen Schritt weiter gekommen. Etwas in dieselbe Richtung, was ich auch nicht heute besprechen würde, ist die Frage, was ist eine Kopie? Jede E-Mail, die im Internet verschickt wird, wird ja mehrmals von Server zu Server kopiert. Das ist eine höchst spannende Frage, aber in der Realpolitik kommt man keinen Schritt weiter, wenn man nur 1,5 Stunden Zeit hat und genau Nägel mit Köpfen machen möchte. Dieses Thema Lob der Kopie tut mir ein bisschen persönlich leid, auch für den Dirk von Gehlen. Der Dirk von Gehlen ist Chefredakteur von jetzt.de und er ist auch derjenige, der den Deal klargemacht hat mit der Süddeutschen Zeitung, nämlich @SZ. Das ist heute unser Sponsor, der dafür Sorge trägt, dass wir auch im Internet zu sehen sind. Es wird noch gestreamt von der Netzbegrünung und das Ganze ist deswegen möglich, weil es eben den Twitter-Account @SZ gibt, der das Ganze noch einmal finanziell unterstützt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die SZ. Dieser Stream auf twitwoch.de/live, Sie brauchen ihn natürlich nicht anschauen, aber wenn Sie das twittern wollen, weisen Sie Ihr Follow-Netzwerk darauf hin. Wir haben auch den @isatom hier vorne neben der Bühne. Das ist heute, wir sind am Überlegen, ist er der Netzmoderator oder ist er der Shitstorm-Manager? Das wissen wir noch nicht genau. Aber man kann sich das Ganze einerseits live im Internet anschauen und er wird Fragen und Anmerkungen aus dem Netz nehmen und sie hier quasi ihnen seine Stimme verleihen, wenn es da eben Anmerkungen von Jens Best vielleicht oder von anderen Menschen gibt, dann ist er derjenige, der dafür Sorge trägt, ihr kennt ihn, gell?
der dafür Sorge trägt, dass uns das auf dem Podium erreicht. Grundsätzlich auch, wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, ihr müsst nicht bis zum Ende warten. Macht auf euch aufmerksam, blärt nicht einfach rein, aber wenn ich euch sehe, dann könnt ihr auch schon während der Diskussion teilnehmen natürlich. Ich habe vorhin gesagt, was ich nicht behandeln möchte. Jetzt geht es eigentlich darum, was ich behandeln möchte. Das sind eigentlich vier Bereiche. Das eine ist die Frage Urhebervertragsrecht. Wir haben ja einen Urheber da, wir haben jemanden von den Verwertern da. Die Frage, die sicherlich spannend ist, File-Sharing legalisieren, ja oder nein? Wie gehen wir damit um? Was sich da anschließt, ist dieses Konstrukt einer Kultur-Flatrate, einer Kultur-Fairtrade, einer Kultur-Wertmark oder wie auch immer. Das sind verschiedene Modelle, die vielleicht viele von euch schon mal gehört haben, aber die lassen wir uns nochmal direkt erklären, was eigentlich dahinter steckt und was vor allem nicht damit verbunden werden soll. Und am Ende nochmal das Thema Abmahnungen. Wie ist mit Abmahnungen umzugehen? Wie kann man diesem Problem auch im Internet Herr werden? Das sind die vier Themen für heute Abend. Wie gesagt, ich bin als Moderator da und zu diskutieren, da haben wir vier Gäste auf dem Podium und die stelle ich euch nochmal der Reihe nach vor. Ganz außen mit Hut, da haben wir einen echten Labelinhaber, einen Musiker, der macht wahrscheinlich, so wie er ausschaut, Gothic oder die Richtung muss ich mir nachher nochmal genau erklären lassen. Aber das Besondere ist, er ist der Urheberrechtsbeauftragte der Piratenpartei Deutschlands und er sagt, der Fokus muss von der kurzfristigen, einseitigen und profitorientierten Werkförderung hin zur nachhaltigen Förderung von schöpferischer Leistung verschoben werden. Herzlich willkommen, Bruno Gramm. Direkt neben ihm, da sitzt er, der Justiziar des Verbandes der unabhängigen Musikunternehmen, die sich nicht gerade mit der aufdrängenden Abkürzung VUT e.V. abkürzt, also unabhängige Musikunternehmen, ein Verein, der die Interessen der Verwerter vertritt. Und er ist auch Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht in Hamburg, aber ein gebürtiger Oberbayer aus Rosenheim. Und er sagt, Rechte müssen auch im Internet durchsetzbar sein, sonst ist auch ein modernes Urheberrecht nur eine leere Hülle. Herzlich willkommen, Reinher Karl. Nicht aus Rosenheim, sondern vom anderen Ende der Republik, aus Schleswig-Holstein, direkt von den Koalitionsverhandlungstisch haben wir hier. Er ist, da kann man applaudieren, wenn man mag. Er sitzt im Deutschen Bundestag für den Wahlkreis Mölln, wie gesagt in Schleswig-Holstein, ist der netzpolitische Sprecher seiner Fraktion und auch Mitglied der Internet-Enquete-Kommission Digitale Gesellschaft. Und er sagt, die Grünen sind es, die den Kreativen einen angemessenen finanziellen Ausgleich für die Nutzung ihrer Inhalte ermöglichen wollen. Aber gleichzeitig sagt er auch, Bürgerrechtseinschränkungen sind mit ihm nicht zu machen. Herzlich willkommen, Dr. Konstantin von Notz. Und direkt neben mir, da haben wir einen waschechten Tatort-Autor. Eigentlich offiziell ist er Drehbuchautor. Er schreibt unter anderem auch für den Tatort. Und er sagt, das Leidensmaß ist voll. Künstler werden herabgewürdigt und enteignet. Was am meisten im Netz hochgeladen wird, das sind Produkte einer extrem hochentwickelten Kultur, in der hochspezialisierte Leute arbeiten, die kaum noch von ihrer Kunst leben können. Wir wollen in die Diskussion des Urheberrechts mit einbezogen werden, denn die Netzgemeinde ist nicht die ganze Welt. Herzlich willkommen, Jochen Grebe. Genau dieses Einbeziehen der Urheber in die Debatte, das ist ja auch ein Ziel des heutigen Twitwoch. Und deswegen geht auch gleich meine erste Frage, Jochen, an dich. Du bist freischaffender Drehbuchautor.
schreibst unter anderem eben für den Tatort. Wie schaut denn so ein Urhebervertrag aus? Also welche Rechte gibst du ab? Wie viel Einfluss kannst du noch behalten? Und vor allem, wie ist die Finanzierung pauschal, wenn so ein Tatort wiederholt wird und auf DVD rausgebracht wird und so weiter? Wie ist es in ungefähren genau bei euch geregelt? Ja, das ist jetzt sehr schwierig. Das ist so eine Killerfrage für den Anfang. Aber ich will es trotzdem mal kurz versuchen zu beantworten. Vielleicht soll ich vorausschicken, wofür ich bezahlt werde, weil das eines der größten Missverständnisse ist. Ich werde nicht dafür bezahlt vom Sender, dass ich denen ein Buch am Ende schenke, sondern das Buch bleibt immer meins, also der Inhalt dieses Buches bleibt immer meins. Was die kriegen, ist eine Lizenz für etwas, was sie brauchen, nämlich die Herstellung eines Films und der Vertrieb im Fernsehen. Und das ist aber natürlich nicht alles, wie man schon weiß, man könnte mit Filmen noch viel mehr machen. So, das will ich vorausschicken, weil das oft verwechselt wird mit dem materiellen Eigentum. Wo man sich einen Stuhl kauft, dann ist das dein Stuhl und du kannst ihn zersägen. Das ist beim Urheberrecht ein bisschen schwieriger. Man kann das zwar in meinem Buch auch verwursten, aber es bleibt trotzdem meins. Vom Urhebervertragsrecht, das ist unser großes Leiden. Also wir sind der Meinung, wenn man den Urheber und allen Urhebern in Deutschland helfen will, dann muss man das Urhebervertragsrecht ändern, weil das ist sozusagen die Ausführungsbestimmung des Urheberrechts. Das Urheberrecht an sich finden wir, kommen wir später drauf, als ein Gros der Urheber findet das eigentlich ganz okay. Die Ausführungsbestimmungen sind die Katastrophe und so ist es eben, dass ich für einen Tatort in der Regel arbeite ich, kann ich auch sagen, Normhonorar 25.000 Euro. Dafür arbeitet man ungefähr ein halbes bis ein Jahr. Also mein Tatort, den ich gerade fertig habe, der ist im November gedreht. Also November letzten Jahres 2011 habe ich bei der Steuererklärung dem Suchen der Steuererklärung habe ich entdeckt, 2010 Januar habe ich den ersten Flug nach Bremen gemacht, also lockere 2 Jahre Arbeit daran, zwar mit Pausen, aber effektiv sicher ein Dreivierteljahr, dann relativiert sich dieser Preis. Damit hat das Fernsehen eine Lizenz erworben, einen Film drehen zu dürfen, den darf es dann auch einmal ausstrahlen. Also ich denke mal, dieses Urhebervertragsrecht, da können wir langsam einen Haken dran machen, mal in Richtung Legalisierung von File-Sharing mal gehen und mal überlegen, was es denn eigentlich damit auf sich hat. Du hast mal gesagt, so etwas wie eine digitale Almende sollte es geben oder gibt es und da, das ist ja auch ein Modell, mit dem man arbeiten könnte. Was verstehst du da oder was ist denn eigentlich sowas wie eine digitale Almende? Die digitale Almende ist natürlich ein Begriff, der jetzt ganz spezifische Güter meint, also wirkliche Güter des Wissens, der Information, der natürlich wissenschaftlichen Arbeiten, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden, aber auch der Verweis Werke und all der kulturellen Schöpfungen, die nicht mehr ausgewertet werden und deswegen irgendwo in irgendwelchen Katalogen vor sich hin dümpeln, aber nicht veröffentlicht werden, weil niemand irgendwelche großen Vorschüsse an Verlage zahlen will, 20 Jahre nach dem Tod eines Urhebers, sogar in dem Fall bis 70 Jahre nach dem Tod eines Urhebers, wie es eben über TRIPS geregelt ist. Also diese Almende ist jetzt ein Teilbereich, aber um das File-Sharing spezifisch einzugehen, warum gilt es das in der Form des File-Sharing, das nicht kommerzielle Kopieren von Files zu legalisieren, aus vielen, vielen Gründen. Ich möchte als erstes mal eine aktuelle Studie benennen, das ist die Hammond-Studie der North Carolina State University, die gerade belegt hat, dass die Werke, und das betraf vor allem filmische Werke, die vorab im File-Sharing die Runde machen, hinterher auch besser verkaufen. Das ist etwas, was die Industrie immer verleugnet hat, aber es ist nun mal so, es gab da auch schon Studien in Holland. Es gibt genügend Studien wie The Sky is Rising oder auch die Studie Sharing von Aigrain, das ist einer der Macher der La Quadrature du Net in Frankreich, eine sehr, sehr engagierte Seite, die alle festgestellt haben, dass das File-Sharing letztendlich immer dazu führt, dass mehr Werke verkauft werden, dass mehr Werke legal erworben werden. Und da kommt der eigentlich springende Punkt, dass es fehlt an Angeboten. Wir merken in der Musikindustrie, seitdem digitale Angebote da sind, wächst der Markt. Wir haben einen weiterhin wachsenden Markt. Dagegen im Filmbereich, ich bringe da immer wieder dieses Beispiel von Games of Thrones, ich bin mir sicher, dass es hier auch einige gibt, die diese Serie total großartig finden und die natürlich sehen wollen. Aber leider existiert im Filmbereich immer noch ein sehr veraltetes Lizenzierungsverhandlungsmodell, wo einfach über
über Auswertungsräume diskutiert wird und gestaffelt wird, wann was wo veröffentlicht wird. Und deswegen gibt es kaum Angebote. Das muss sich ändern. Solange es keine Angebote gibt, keine legalen, kann man niemanden davon entheben, dass er einfach Teilhabe an solchen Werken haben möchte. Und effektiv darüber hinaus, und jetzt kommt noch ein ganz essentieller Punkt, wer jetzt als Hardliner sagt, sehe ich trotzdem nicht ein, ich möchte das nicht, weil das ist mein Eigentum. Wir wollen nicht über geistiges Eigentum diskutieren. Nein, wollen wir nicht. Aber ein essentieller Punkt ist, man kann es nicht aufhalten. Würdest du File-Sharing wirklich verbieten wollen und komplett illegal machen wollen und das rechtlich durchsetzen wollen, dann müsstest du den kompletten Datenverkehr im Internet scannen, du müsstest proaktiv scannen, du müsstest Deep Packet Inspection machen. Das sind alles Modelle und Systeme, die in totalitären Systemen angewendet werden. Wir wollen ein freies Internet. Wir müssen deswegen das File-Sharing von der Idee her heraus automatisch legalisieren. Und jetzt kommt noch ein ganz anderes. Nein, den hebst du dir gleich nochmal auf. Du hast nämlich vorhin... Entschuldigung. Reinherr Karl, das heißt jetzt, dass der VOT sagen soll, Mensch, wir nehmen die Lieder, die wir von unseren Künstlerinnen und Künstlern haben und stellen die einfach selber ins Internet, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Ist das was, was ihr machen werdet? Ich kann die Frage nicht beantworten, was alle, sagen wir, kleinen Labels machen werden oder alle Künstler. Zu dem, was Bruno gerade gesagt hat, indem man etwas laut sagt, indem man etwas vehement sagt und immer wieder wiederholt, wird es auch nicht richtiger. Die erste Frage, die zu beantworten wäre, ist, mit welcher Rechtfertigung müsste man File-Sharing legalisieren? Es gibt ja das bekannte Lehrabgabensystem. Da gab es Gründe damals, warum man gesagt hat, man rechtfertigt es, dass eben der Urheber und die Rechteinhaber auf ihr exklusives Recht verzichten müssen und das dulden müssen, dass gegen eine Vergütung diese Lehrmedienabgabe gezahlt wird. Diese Rechtfertigung gibt es beim Peer-to-Peer erstmal nicht. Das Zweite ist, wir reden über die Kulturflatrate seit 2004. Wir haben uns intensiv damit tatsächlich auch beschäftigt, auch mit Malte Spitz 2006. Es stehen immer noch die Fragen im Raum. Wer erhebt sie? Wie soll das verteilt werden? Wie geht man mit denen um, die, wenn man Statistiken nimmt, nicht daran teilnehmen wollen? Diese ganzen Fragen existieren seit inzwischen 2004, 8 Jahren. Seit 8 Jahren warten wir eigentlich darauf, dass diejenigen, die das wollen, und das sind nur noch sehr wenige, mit wirklichen Untersuchungen und Daten kommen und uns mal aufklären, wie es tatsächlich aussehen soll. Tatsächlich ist das irgendjemand, der das mag, das sind ja auch die Grünen, da frage ich jetzt gleich mal den Konstantin von Notz, damit es nicht immer so lang monologisch wird. Kultur-Flatrate ist jetzt ein Begriff, der seit 2008, haben wir gerade gehört, schon durchs Netz schwirrt, schon viel länger. Es gibt auch sowas wie die Kultur-Wertmark des Chaos Computer Club. Aber was heißt eigentlich diese Kultur-Flatrate und was soll davon auch abgedeckt werden und was vielleicht auch nicht? Also über die Begrifflichkeit selbst kann man trefflich streiten. Das schicke ich gleich mal vorweg und vielleicht anknüpfend an das, was gesagt wurde. Und vielleicht damit nochmal etwas globaler werdend. Ich glaube, es besteht große Einigkeit bei allen Beteiligten, dass die Digitalisierung und das Internet ein kultureller Epochenumbruch sind, wie ihn keiner von uns erlebt hat bisher. Und nicht viele sagen ja Entwicklung der Sprache, Entwicklung der Schrift, Buchdruck und dann die Digitalisierung als nächster großer Schritt. Und die Frage ist eben, wie man auf diesen Umbruch, diese Veränderung eingeht und wie man sich, ob man sagt, es besteht Reformbedarf einfach, weil sich so viel verändert. Und ich will zu den vorherig gesagten Dingen noch 2 Anmerkungen machen. Zum Ersten, ich glaube, dass die Probleme im Urheberrecht schon immer schwierig waren für die Kreativen und dass die Digitalisierung oder das Internet ein Fokus, ein Brennpunkt, ein bisschen auch ein Sündenbock, aber eben auch so ein Brennpunkt im Grunde dieser Diskussion ist. Ja? Denn im Grunde, und das ist ja eins der faszinierenden Dinge, so viel Geld für Inhalte wie heute ist noch nie ausgegeben worden.
auf der ganzen Welt. Ja? Und das ist einfach ein Fakt, der bei dieser ganzen Diskussion um Geiz ist geil Generation und Umsonstkultur völlig unter den Tisch fällt. Und was übrigens auch, also nicht, wenn es einem ernst ist, darum die Situation von Kreativen zu verbessern, niemandem hilft, sozusagen so zu tun, als hätte man es mit einer Geiz ist geil Generation zu tun, dann wird man eben nichts erreichen. So, und jetzt hat es Veränderungen gegeben in diesem Bereich kreative Inhalte, Transport und Vertrieb, Herstellung und Vertrieb von diesen Dingen in der Vergangenheit, die nicht eins zu eins vergleichbar sind, aber wo es gewisse Parallelen gab. Ja, als das Radio erfunden wurde, nicht, da musste auf einmal niemand mehr Grammophonplatten kaufen, sondern durch irgendwie komische Wellen, ja, durch die Luft unsichtbar kam die Musik ins Radio, nicht, und die Leute, nicht, und damals, oh Gott, niemand kauft mehr Tonträger, was machen wir? Hat man eine Pauschalvergütung gemacht, ja. Hab noch niemanden getroffen, keinen Kreativen, der sagt, die Pauschalvergütung und GEMA und so, das ist alles der letzte Dreck, das gehört abgeschafft, sondern irgendwie finanziert das ja eine ganze Reihe von Leuten und offensichtlich nicht zu schlecht, auch wenn es da krassen Reformbedarf gibt. Und dann hat man die Kopiertechniken entwickelt, ja, und das war auch eine sexy neue Technologie und man hat irgendwie gemerkt, die Leute können jetzt die Sachen im Radio und wie ich noch vom Fernseher mit dem Kassettenrekorder, ja, arm, aber ich habe es gemacht, Formel 1 mitgeschnitten und so, ja, und wie geht man damit um? Und können wir gucken, was für Kassetten bei jedem zu Hause stehen und können wir gucken, wer was im Fernsehen guckt und mitschneidet und wer schneidet die Bayern-Charts mit und so? Und das kannte man natürlich nicht. Und was hat man gemacht? Eine Pauschalvergütung, die Lehrträgerabgabe. Und deswegen ist es gar nicht so absurd zu sagen, für das Private, ja, private File-Sharen, nicht für Kino.to, nicht für die Leute, die damit ihre Maseratis finanzieren, aber für das private File-Sharen, ist da nicht vielleicht eine Pauschalvergütung ein guter Ansatz? Ich wiederhole es nochmal. Ja, das ist es. Das ist, ja. Aber genau. Bitte, das habt ihr 2004 gesagt, 2006, und ich stelle konkrete Fragen, die beantworte ja nicht. Ja, nein, pass auf. Wie hoch das sollte es sein? Wer sollte das zahlen? Das ist so ein bisschen die Perversion der Diskussion. Ich meine, bevor wir also auch über neue Pauschalen nachdenken. Ganz kurz, Bruno, darf ich darauf noch einen Satz sagen? Weil das wunderbar symbolisiert, wie krass abstrus und abwegig der Verlauf der Diskussion auch ist, ja. Die Politik, ja, wir als Grüne versuchen uns für ein drängendes gesellschaftliches Problem, ja, eine Lösung einfallen zu lassen und sozusagen diejenigen, die im Grunde ihre Geschäftsmodelle auf die neue Zeit hätten einstellen müssen, die sagen, ja, liefert mal, ja. Sozusagen, wir müssen jetzt, und das ist eine völlig abstruse Situation. Ich meine, wir tun es ja trotzdem und ich lasse mich gerne von Verwertern auf jedem Podium bashen dafür, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie Kreative zukünftig mehr Geld verdienen können. Aber es ist eine abstruse Situation und wenn man sich fragt, warum eigentlich die Kreativen immer noch keine bessere Situation haben, dann weil eben auch Leute, die eigentlich als Fürsprecher für sie auftreten, sehr kontraproduktiv in der Diskussion, wie man diese Probleme löst, unterwegs sind. Und das ist ein Problem, das müssen wir im Grunde jetzt lösen, damit eben tatsächlich, denn diese Sorge teile ich durchaus mit, die ganze Welt nicht den Googles und Facebooks morgen gehört. Und deswegen brauchen wir jetzt Antworten. Aber da ist diese Haltung total kontraproduktiv. Ich glaube, dass das mit der Kultur vielleicht... Zu dieser Haltung muss ich jetzt aber kurz direkt antworten. Es geht sehr schnell. Frage, wie hat die Musikbranche reagiert? Am Anfang mit Sicherheit zögerlich und falsch. In der Zwischenzeit... ich kann es nur von Seiten des VOT sagen, wurde jede Mitarbeit gesucht und angeboten. Es wurde auch über diese Themen natürlich intensiv diskutiert. Weiter sind wir nicht gekommen. Aber in der Zwischenzeit gibt es für jeden hier im Raum Musikangebote vielfältigster Art, bis dahin, dass es legale Services gibt, die kostenlos von Nutzern in Anspruch genommen werden können. Wie Spotify, wie Simfy. Das heißt, man hat eine Musik-Flatrate. Man kann sich Vinyl kaufen, wenn man Sammler ist. 2 Zentner schwer wahrscheinlich mit Sonderfarbdruck. Es gibt nach wie vor die CD. Es gibt iTunes, es gibt alles. Also im Bereich Musik ist die Kultur-Flatrate oder anderes Wort, eine Pauschalabgabe auf Peer-to-Peer tatsächlich überflüssig. Bruno und dann Jochen.
Ja, also was ich natürlich zu Pauschalen generell sagen möchte, wir diskutieren natürlich, wie über alle Dinge, die Urhebern in dem Fall und auch dem Nutzer was bringen. Für uns ist aber elementar erstmal wichtig, auch darüber nachzudenken, welche Pauschalen haben wir, die auch mal alle auf den Prüfstand zu stellen. Wenn man sich nämlich anschaut, was teilweise von der ZPÜ an Geräteabgaben formuliert wird, das ist grausam, wenn man sich dann noch überlegt, dass die Medien, die da drin stecken, auch nochmal separat mit einer Gebühr erhoben werden. Und wenn man dann noch ein bisschen nachforscht, wie diese Pauschalabgaben verteilt werden, wie ungerecht, undefiniert und wie vor allem wie intransparent, kaum nachvollziehbar, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und da sagen wir natürlich, bevor wir jetzt diskutieren über Pauschalabgaben und da uns auf ein Modell einigen, sollten wir zuerst mal da eine Deckelung hinbekommen. Wenn wir uns anschauen, dass die GEMA jetzt, also die GEMA beziehungsweise die ZPÜ und unter dem Mantel der ZPÜ ist ja die GEMA, die VG Wort, die GVL und noch ein paar andere, die jetzt für Flash-Medienspeicher eine neue Tarifreform haben, die bis zu 1800% drauflegt, wo quasi von den 4 Gigabyte USB-Stick plötzlich 1,60 € draus wird, dann muss man sich fragen, ist das gerechtfertigt? Und da sagen wir, zuerst mal hier eine Deckelung schaffen und dann drüber diskutieren, was es für alternative Pauschalmodelle gibt. Jochen rutscht schon hin und her. Ja, das ist natürlich ihr seht mich fassungslos. Also mit Verlaub, da ist auch eine Menge Quatsch dabei. Das ist auch das Problem, dass da immer so alles in einen Eimer geworfen wird. Darüber will ich jetzt gar nicht reden. Mal abgesehen davon, dass Verwertungsgesellschaften, Zusammenschlüsse von Urhebern und zum Teil von privilegierten Urhebern. Red kein Blech. Jetzt muss ich jetzt. Jetzt ich überhaupt kein Blech. Du weißt selber, dass es nur ordentliche. Es sind nur ordentliche. In der VG Wort sind 350.000 Schreibende. Und wer nimmt Leute den größten Teil entgegen? 16.000 Verlage. Das ist doch jetzt keine Minimalkiste. Das ist die GEMA und die GEMA. Die GEMA ist jetzt dein Problem, weil du Musiker bist. Das ist nicht nur mein Problem. Das ist das Problem. Es gibt ja noch 11 andere Verwertungsgesellschaften. Ich muss jetzt mal ein bisschen strenger werden, glaube ich. So. Glaube ich auch gleich. Komm gleich rüber. Jetzt will ich aber darüber gar nicht reden, sondern ich will darüber reden, was der liebe Konstantin gesagt hat, weil ich das mir nämlich auch große Gedanken darüber mache, wie wir trotzdem Geld verdienen können. Wer sagt da was? Ja, ist doch wurscht, oder? Du musst, kannst ja gehen. Denn. Und jetzt möchte ich was sagen zum Konstantin. So, Kinders, ich bin Urheber, ich muss davon leben Kinders, und bin sauer. Ja. Und wir überlegen ja auch, oder ich überlege ja auch, denn die Kulturflatrate hat ja was ich gut finde. Ich glaube nur, dass es eben an einem ganz simplen Ding scheitert, weil es immer daran scheitert, am Ende an der Definition, was Kultur ist. Das ist für mich der Knackpunkt. Da gibt es sicher noch andere. Ich glaube, dass man das aber weiterdenken muss. Und da bin ich auch anderer Meinung als Bruno, der fürs File-Sharing freistellen will. Ich glaube, das wird nie passieren, weil wir alle am Ende für eine Privatkopie arbeiten. Und die Privatkopie, das ist, woran wir Geld verdienen. Aber ich glaube, dass wir, und das müsste das Urheberrecht in einer Novelle, muss das hinkriegen, dass wir an das Geld der Leute kommen, die mit unseren Produkten Geld verdienen. Und das ist natürlich YouTube oder Google oder Apple, die ja ununterbrochen neue, schöne, wunderbare Dinge erfinden, also wie Facebook zum Beispiel, wo man tolle Dinge reinstellen kann. Und die generieren damit eine Menge Geld. Und dieses Geld muss sozusagen ein Teil abgegeben werden. Und da wäre meine Idee, oder das wird ja auch inzwischen diskutiert, ob man dem Nutzer, der etwas da draufstellt bei Facebook, also irgendwie sein Donald Duck-Bild als sein eigenes ausgibt oder dass irgendein Lieblingssong draufstellt, dass das bezahlt wird von Facebook, sozusagen stellvertretend als Lizenz für diese einmalige Nutzung. Das fände ich ein Modell. Genau das gleiche bei YouTube. Du kannst als Kind etwas draufstellen. Bitte? Es geht auch nicht um Tatort, wir reden über das Urheberrecht. Ich kann das gleich noch weiter erzählen, wenn du das wissen willst, gar keine Frage, aber jetzt lass mich gerade zu Ende reden. Und das glaube ich, das ist für mich eher eine Kultur-Flatrate-Ersatz, der auch durchführbar ist, ohne dass man da ein Deep-Impact-Kontrollsystem aufbauen muss, weil das geht nur nach Klicks zu bezahlen und natürlich weiß Facebook oder auch YouTube auf den Klick genau, wie viele Leute sich angeklickt werden. Und das muss nur transparent gemacht werden. Und dann muss ein Teil abgegeben werden an die Urheber, die da draufstehen. Was dann mit Verwertungsgesellschaften, die aber natürlich jetzt nicht so richtig beliebt sind, aber andere Wenn Möglichkeiten sehe ich nicht verteilt. Okay. Wenn du das auf die Rundfunkwelt angewendet hättest, dann gäbe es heute nicht diese vielfältige Rundfunkkultur. Okay, Bruno, nicht, was deswegen ist. Aber jetzt muss man eine Frage beantworten, was das mit Tatort zu tun hat, oder? Wolltest du das wissen?
Nee, es geht gar nicht um Tatort. Ich bin ja Urheber und ich schreibe ja auch andere Dinge und meine Kollegen schreiben ganz viele andere Dinge. Und natürlich wird Fernsehen in 5 oder 10 Jahren anders aussehen als heute. Und eines der Theorien, die es gibt, von denen ich glaube, dass es so kommen wird, ist, dass ein Großteil davon im Internet stattfindet. Und wenn wir jetzt das Internet Rechte freistellen, also einkommensfreistellen, die Schranken ohne finanzielle Kompensation einführen, dann ist das für uns kommerzielle Angebote. Okay, jetzt, Adler, jetzt werde ich auch mal streng. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, vielleicht hast du, Konstantin, du wackelst ja auch schon, vielleicht hast du gleich eine Antwort auf meine Frage oder auf das, was ich gerade feststelle. Wir haben vor allem 2 Fragen, um ein bisschen Struktur reinzubringen. Das eine ist die Frage, bei einer Pauschalvergütung, wie auch immer man die nennt, wer ist anspruchsberechtigt? Also wer, das geht in die Richtung, was ist denn eigentlich Kultur? Bin ich als einzelner Blogger, der einfach auf WordPress.com irgendwie einen Privatblog hat und da irgendwas hinschreibt, bin ich anspruchsberechtigt? Wie stellt man das fest? Verbindlich fest ist das eine. Und das andere, wenn man eine Pauschalabgabe, wenn man Geld pauschal erhebt von der gesamten Bevölkerung, was bekommt man dafür? Also welches Recht erkauft man sich dadurch? Also das Recht auf digitale Privatkopie, bedeutet das, also da sind wir uns, denke ich, auch einig, man darf es nicht einfach auf YouTube hochstellen, weil YouTube ist keine private Plattform mehr, das ist eine kommerzielle. Wenn ich allerdings einen privaten Server betreibe und das Lied als MP3 dort zum Download bereitstelle, würde das dadurch erlaubt werden oder sollte das erlaubt werden oder nicht? Ich denke, diese 2 Fragen sollten wir versuchen, ein bisschen zu trennen, dass wir einigermaßen Struktur in der Diskussion haben. Konstantin. Also das sind sehr spezifische Fragen. Wir haben gerade von der, nicht weil der Vorwurf ereilt uns ja überall, jetzt nochmal ein Gutachten in Auftrag gegeben, zu dem sich die milliardenschwere Urheberrechtsindustrie nicht in der Lage sieht, nämlich wie man eine Pauschalvergütung konkret ausgestalten kann. Und da sind das natürlich genau die entscheidenden Fragen. Ich würde sagen, eine Privatkopie wird dann von dieser Pauschalvergütung, die jeder Breitbandanschluss bezahlt, sozusagen abgedeckt. Ja? Mir geht es aber nochmal um den einen Punkt, der eben gesagt wurde, wir brauchen keine Pauschalvergütung. Weil das ist ja eine sexy These. Ja? Die geht nämlich davon aus, und da sind wir bestimmt dann wieder einer Meinung, also die Frage ist ja, ist der Status quo gut? So, wenn der VUT sagt, der Status quo ist gut, dann erreicht mich das heute das erste Mal. Ich höre immer nur Leute, die sagen, der Status quo ist scheiße. Der Status quo ist scheiße und es kommt nicht genug Geld rum. So, und jetzt ist nämlich die entscheidende Frage, wenn du sagst, Pauschalvergütung brauchen wir nicht, dann ist natürlich die Frage, ja, was brauchen wir dann? Und da kommt man häufig, und das will ich dir jetzt nicht persönlich vorwerfen, aber bei den Leuten, mit denen ich sonst so diskutiere von Verwerterseite, kommt man häufig, ja, wir brauchen 2 oder 3 Strikes. Ja? Das heißt, der Status quo ist scheiße, eure Pauschalvergütung wollen wir nicht, aber wir wollen das Internet stärker überwachen und wir wollen zu den vielen 100.000 Abmahnungen, die sowieso schon laufen, sozusagen das noch intensivieren. Und das ist natürlich jetzt die entscheidende Frage und deswegen ziehen wir uns den Stress überhaupt mit sozusagen diesem Pauschalvergütungsansatz, den wir auch noch nicht final entschieden haben, sondern den wir ernsthaft prüfen, ja, um eben den Ausbau des Repressionsapparats im Netz zu verhindern. Das ist das Problem. Und da kann man, um mal ganz global zu werden, ja, wenn man die Bürger- und Freiheitsrechte im Netz sozusagen aufgrund dieser Problematik opfert, dann ist man diese Rechte komplett los, weil wir zukünftig alles, was relevant ist, auch mit dem Netz und über das Netz machen werden, ja, von den Bewegungsprofilen und so weiter. Ich erspare uns das Kleinteilige, aber und das ist der Grundgedanke, warum man eben überhaupt sagen muss, wofür braucht man sozusagen so eine Freistellung? Das ist eben, weil ich dieses Überwachungsregime, was die Verwerter fordern und was sie in Frankreich ja einigermaßen unerfolgreich sozusagen durchgedrückt haben, weil man das nicht will. Ja, und da ist eben der Pauschalvergütungsansatz eine echte Alternative. Und wenn man sagt, der Status quo ist gut, dann kann man mit Fug und Recht sagen, dann brauchen wir auch keine Pauschalvergütung. Aber wenn man sagt, der Status quo ist unbefriedigend, dann muss man sagen, was man wirklich will.
Rein, Herr Karl, also Two Strikes, Three Strikes war jetzt angesprochen kurz, also das ist das Modell in Frankreich, das ja schon durchgeführt wird, wenn einer ein-, zwei- oder dreimal bei Urheberrechtsverstößen erwischt wird, dann wird er komplett aus dem Internet verbannt für eine gewisse Zeit. Ist das was, ein Modell für VOT, das ihr fordert, oder wo ihr sagt, jawohl, das ist was, so können wir diese Urheberrechte durchsetzen? Ich antworte da gerne gleich auf mehrere Fragen. Wenn du meine Fragen nicht beantwortest, okay, aber ich beantworte gerne deine Fragen. Was wollt ihr konkret? Das ist ja etwas, was wirklich inzwischen, glaube ich, an der Diskussion insgesamt am meisten nervt. Es wird, jeder redet über alles und was will man konkret? Was macht tatsächlich Sinn? Da gibt es klare Vorstellungen. Der Status quo ist so natürlich unbefriedigend. Das hat aber keine globale Auswirkung, also alles ist unbefriedigend, sondern man muss die einzelnen Probleme benennen. Das erste Problem ist, dass wir eine Privilegierung haben im Telemediengesetz, die stammt aus dem Jahr 1995 und führt dazu, dass man eine unglaublich schlechte Verhandlungsposition hat gegen die großen Monopolisten. Ein YouTube als Beispiel kann sich hinstellen und sagen, ich bin nicht verantwortlich dafür, was hier passiert, und baut sozusagen das Geschäftsmodell außenrum. Verantwortlichkeit heißt, ein Schadensersatz müsste erforderlich sein, weil dann kann wer auch immer sich in die Position stellen und sagen, bitte lizenziere, was du nutzt, oder wenn du nicht lizenzierst, habe ich einen Schadensersatzanspruch. Ich rede von Paragraph 7 fortfolgende, 10 fortfolgende in der entsprechenden Richtlinie. Das heißt, dass definiert wird, dass wir die Klarheit auf beiden Seiten schaffen. Okay. Das geht jetzt in Richtung YouTube, ist das eine. Nein, es geht nicht in Richtung YouTube, das geht jetzt um Hostware. Das ist das Erste. Das Zweite wäre, sich zu überlegen, grundsätzlich, wie man mit User-Generated Content umgeht. Auf der einen Seite, die pauschale Freigabe von Peer-to-Peer halte ich für rechtlich nicht haltbar und auch allgemein nicht wünschenswert. Was denkbar ist, ist, dass man Schrankenprivilegien schafft für Inhalte, die bearbeitet werden, für eigenkreative Möglichkeiten. Das ist durchaus denkbar oder etwas, was man auf Blogs legt, in kleinem Umfang. Das nächste ist, dass man natürlich Möglichkeiten schaffen muss. Jetzt geht es um Peer-to-Peer, was macht man dann? Two Strikes. Ja, der VOT ist der Meinung, ohne Überwachung, im Prinzip, indem man einen Freischuss gewährt, schon jetzt, das ist auch das Angebot, könnte man die klare Entscheidung treffen, das muss man aber erst tun, zu sagen, die Nutzung in Peer-to-Peer ist und bleibt nicht zu rechtfertigen. Das ist der Unterschied. Ohne zu überwachen, ohne Deep Packet Inspection, das ist alles möglich. Viele Länder machen das. Es gibt auch konkrete Vorschläge dazu. Und dieser Vorschlag geht so weit, dass dadurch komplett die Abmahnungen im ersten Schritt vollkommen zurückgenommen würden. Die wären nicht mehr notwendig. Voraussetzung, die Provider müssten mitspielen, weil insbesondere der VOT als Beispiel viele kleine Mitglieder hat, die können, selbst wenn sie wollten, nicht abmahnen, weil es rein rechtlich gar nicht denkbar wäre. Also ein Okay, danke Markus. Die Frage ist angekommen. Und wie wollt ihr das machen? Im Prinzip läuft das jetzt genauso, wenn eine normale Abmahnung einen Peer-to-Peer-Nutzer ereilt oder erreicht. Das heißt, jemand geht ins Netz und fischt den Inhalt heraus, dann hat er die IP-Adresse. Dann geht er mit der IP-Adresse zu Gericht. Dann geht er mit der IP-Adresse zu Gericht, holt sich den Klarnamen, dann gibt es die Abmahnung. Ich vereinfache es. Es gibt das natürlich. Okay, also letzter Satz, ja? Und dann kann man selbstverständlich dieses Verfahren so ausgestalten, dass die Daten, die dadurch über das Gericht natürlich freigeschaltet werden würden, für die Rechteinhaber gar nicht erforderlich wären, weil das zwischen Provider, der die Daten eh hat, und dem Nutzer bleiben würde. Also, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, braucht man gar nicht zu kommentieren. Das macht uns allen Angst. Das will keiner. Und da muss ich auch sagen, das ist für mich immer wieder, wenn ich solche Sachen höre, die höre ich auch von eurem Chef, ist für mich immer wieder der Grund, darüber nachzudenken, aus dem VOT auszutreten, ganz ehrlich. Aber unabhängig davon, wir sehen ja gerade Hadopi, Frankreich,
dass es extrem unerfolgreich war. Wir sehen, dass die Menschen so gegängelt wurden, dass die Unverhältnismäßigkeit von Überwachung so groß ist, dass generell Umsätze im Musikbereich in Frankreich zurückgehen. Die Menschen verweigern sich. Punkt zwei ist, Hollande, der neue Präsident, hat es längst begriffen, diese schwachsinnige Hadopi-Idee, die unter Sarkozy entstanden ist, und möchte das auch relativ schnell abschaffen. Also insofern, es ist kein erfolgreiches Beispiel gewesen, sondern ganz im Gegenteil. Ein wichtiger Aspekt noch dabei ist, von dem, was Konstantin gesagt hat, dass dadurch natürlich sämtliche Bürgerrechte im Internet zerstört werden, ist ein ganz anderer Aspekt noch der, es wird immer medienkompetente Nutzer geben, die Auswege finden. Wir erzeugen dadurch eine Zweiklassengesellschaft, die keiner möchte. Diejenigen, die nicht wissen, wie sie File-Sharing machen können, ohne erwischt zu werden, und dann zu den Monopolisten eines Marktes gehen, nämlich Apple, einer der Monopolisten, der mittlerweile uns in der Musikindustrie übrigens diktiert, wie digitale Verwertung ausschaut, und jenen, die im Endeffekt clever genug sind und dann ihre Tornetze und Ähnliches finden, um dann Daten trotzdem zu sharen. Bruno. Was, wenn bei diesem Peer-to-Peer, wenn ich weiß, wer mein Peer ist, ich habe die IP-Adresse und ich gehe mit dieser IP-Adresse, die mir angezeigt wird, die medienkompetente Nutzer und Nutzerinnen auch verschleiern können oder fälschen können. Aber wenn ich mit dieser IP-Adresse zu Gericht gehe, dann einen Richter oder eine Richterin frage und sage, sag mir den Klarnamen dazu, damit ich hier meine Rechte durchsetzen kann. Was ist daran das genaue Problem, wenn es einen Richter oder Richterin Vorbehalt gibt? Es ist einfach die Privatsphäre, die hier stattfindet und die Unverhältnismäßigkeit. Und jetzt kommt ja noch ein ganz anderer Aspekt. Das Ganze geht ja auch noch weiter, was hier gefordert wird. Wir kommen da ja in den Garten, der so unglaublich jede Form von Teilhabe letztendlich kaputt macht. Und genau deswegen sträuben wir uns dagegen. Und ansonsten, glaube ich, ist der eigentliche Dreh- und Angelpunkt wirklich die legalen Angebote. Das ist es doch, was fehlt. Das ist doch wirklich der eigentliche Punkt. Wir sehen es doch im Videos eben. Genau das ist der Bereich. Im Filmbereich gibt es viel zu wenig legale Portale, wo man sich eben die Werke kaufen kann, die man sehen möchte. Man kann heutzutage einen HBO-Vertrag irgendwo abschließen, dann bekommt man die oder die Serie und muss alles mitnehmen. Nee, wir müssen heute auch auf den Nutzer und seine Bedürfnisse eingehen und die Angebote schaffen. Und da, wo wir Angebote schaffen, stellen wir auch fest, die werden wahrgenommen. Und es gibt genügend Studien, die belegen, dass Leute, die viel File-Sharing machen, auch viel kaufen, weil sie letztendlich File-Sharing als eine Methode entwickelt haben, um zu selektieren, festzustellen, was ihnen gefällt und was sie interessiert. Okay. Ja. Wenn ich es im Scheinwerferlicht sehe, neben dem Markus ist eine Wortmeldung, ist das richtig? Ja, genau. Stichwort Geschäftsmodelle, dann war offensichtlich... Auf Twitter kam für den Stream wiederholen. Genau, also das war gerade jemand, der sagte, dass die Userinnen und User dafür abgewatscht werden, dass die Musikindustrie keine im Internet funktionstüchtigen Geschäftsmodelle kreieren konnte. Und im Endeffekt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch die ganz klare Aufforderung an die Musikindustrie und an die Urheberindustrie zu sagen, hey, macht hier ordentliche Angebote. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, denn wenn ich es richtig verstanden habe, hat Jochen und Reinher auch gesagt, naja, es gibt ja sowas wie Spotify beispielsweise oder wie iTunes schon. Warum gehen denn da nicht massenhaft die Menschen dorthin und bezahlen und holen ihren Inhalt tatsächlich dort? Und dann wäre es doch eigentlich gar kein Problem, oder habe ich euch falsch verstanden? Ja,
Also dieses Argument, dass man jetzt klauen muss, weil man das nicht kaufen kann, das finde ich nicht plausibel. Im Bereich der Musik. Ist doch auch kein Clown. Darf ich mal gerade. Im Bereich der Musik kannst du wirklich alles inzwischen kaufen und das musst du auch nicht nur bei Apple kaufen. Es ist ein wirklich großer Markt inzwischen von Plattformen entstanden, wo man Musik legal runterladen und bezahlen kann. Im Bereich Film ist das ein anderes Problem. Das liegt nicht so sehr an den Geschäftsmodellen der Filmindustrie, sondern daran, wie Filme gehandelt werden. Und auch da kann man alle Filme, die auf dem Markt sind, kann man natürlich kaufen. Auch im Internet. Doch. Aber jetzt musst du doch gucken, dass natürlich Games of Thrones, oder wie heißt es, Thrones of Games, ist natürlich eine moderne, jetzt gerade laufende Serie im Fernsehen. Filme werden nach bestimmten nach Länderkategorien verkauft, weil sie synchronisiert werden. Nein, das kannst du aber nicht ändern, weil nur deutsche Filme synchronisiert gesehen werden wollen oder deutsche. Wir wollen eben nicht. Ja, hallo, jetzt lass mich doch mal ausreden. So, und jetzt kannst du, gibt es verschiedene Geschäftsmodelle, die heißen zum Beispiel, ich will den Film zuerst im Kino auswerten, dann im Fernsehen, dann alle weiteren. Das ist doch mein gutes Recht, erstmal als Urheber oder als Verwerter zu bestimmen, wann ich Dinge verkaufen will. Das ärgert mich an dieser Diskussion, diese Mentalität. Ja, die Lebensrealität ist, ich will alles und davon viel und möglichst umsonst. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht wollen. Okay. Ja, so. Ja, natürlich nicht. Du musst ja auch nicht ins Kino gehen. Aber warum musst du ins Kino gehen? Okay, danke. Es ist angekommen. Ist ganz kurz. Jetzt, wenn er den Film sehen mal, will, mal. Dann will er es ihn ist sehen folgendes, zu Hause. Es ist folgendes angekommen. Das ist aber es ist sehr naiv. Unstrittig. Es ist auch unstrittig. Ein ich rede jetzt einfach weiter. Es ist unstrittig, dass es momentan Modelle gibt. Das sind Kino, da werden Filme ins Kino gebracht, ein paar Monate später kommen die dann im Pay-TV, dann auf DVD noch raus und dann im Free-TV. Und da kann man tatsächlich in dem Moment, wenn heute Kinostart oder diesen Donnerstag Kinostart ist, dann kann ich mir am Freitag diesen Film legal nur im Kino ansehen, aber nirgendwo anders. Genau. Und da sagt dann der Herr, er möchte sich nicht ins Kino zwingen lassen. Darf ich da etwas zu sagen? Das ist jetzt haben wir doch, das nochmal geklärt. Jetzt ist aber Konstantin dran. Nein, ich habe ja Sympathien, sozusagen einmal wie es vorgetragen wird, finde ich sehr viel, darf ich an der Stelle vielleicht mal sagen, sehr viel erfreulicher als sozusagen diesen Brief der 51, 52 Tatort-Autoren. Aber es ist natürlich, insofern nehme ich den Einwurf schon ernst, er geht an den Lebensrealitäten komplett vorbei und es hat sich eben etwas geändert. Und Digitalisierung bedeutet, die Verwertungskaskaden, die ich früher über sozusagen den Vertrieb machen konnte, ja, durch das faktische Können, das kann ich nicht mehr machen. Ja, weil das Netz und die Digitalisierung ermöglichen eben, dass das frei fließt und sich nicht mehr so kontrollieren lässt. Und jetzt ist die Frage, ob man darauf beharrt zu sagen, wir haben es immer so gemacht und wir wollen es weitermachen, dann ist man dem Untergang geweiht, das sage ich mal hier steil voraus, oder ob man sagt, ich passe mich den neuen Realitäten an. Und ich muss eine Sache noch sagen, weil mich das, also bezüglich dieser Überwachung und Abmahnungsgeschichten, ja, es führt dazu, und diese ganze Diskussion führt dazu, wie sie bisher betrieben wird, ja, und hier wäre ein schöner Wendepunkt, es mal anders zu machen, dass es eine völlige Entfremdung gibt zwischen den Verwertern und der Urheberseite und den Menschen, die eigentlich gerne Inhalte konsumieren. Das führt dazu, dass Hunderttausende von Menschen auf die Straße gegen ACTA gehen. Und es führt auf der anderen Seite zu der völligen Pervertierung meiner Ansicht nach, dass der Verband der Musikindustrie und der Börsenverein des deutschen Buchhandels auftreten in Karlsruhe und die Vorratsdatenspeicherung versuchen mit durchzudrücken. Ja? Und solange man sozusagen nicht sieht, und jetzt nehmen wir es mal, also Musik wird ja immer viel gesagt, ist das verschlafen worden oder so, wahrscheinlich ist es verschlafen worden, und dass jetzt Apple gelobt wird, ausgerechnet auch von allen deutschen Verwertern, halte ich für einen Treppenwitz überhaupt. Aber ich nehme es zur Kenntnis. Aber nehmen wir mal jetzt den Buchbereich, ja?
ist eine super wichtige Branche in Deutschland, historisch total bedeutend und wichtig. Es gibt die Buchpreisbindung, die ich übrigens richtig finde. Es gibt die Begünstigung 7% Mehrwertsteuer. Eigentlich gibt es so einen schönen Glasdeckel über den Buchmarkt und sorgt dafür, dass wir eine ziemlich große Vielfalt in dem Bereich haben. Aber auch hier, trotz der Erfahrungen, die man gemacht hat im Musikbereich, verschnarcht man total die Digitalisierungswelle. Ja, auch da ist jetzt im Grunde absurderweise Apple das Maß aller Dinge, ja, und Amazon und Kindle. Und sozusagen man selbst tritt eben da in Karlsruhe für die Vorratsdatenspeicherung auf und hofft, sich seine alten Geschäftsmodelle sichern zu können. Solange die Diskussion so läuft, ja, wird man zu nichts kommen. Das garantiere ich. Klar, natürlich. Ist ja auch nicht meine Theorie. Ist auch nicht meine Forderung. Nur, um das noch zu sagen, eben der Lizenzierungsbereich des Films ist ungemein viel schwieriger als der Musik, was dazu führt, dass es nicht überall angeboten werden kann, weil eben, und das liegt gar nicht an uns Deutschen und auch nicht am deutschen Urheberrecht, das liegt natürlich an Hollywood, die ihre Sachen so verkaufen wie ihnen das in den Kram und dem amerikanischen Copyright in den Kram passt. Und dann ist das eben seit 100 Jahren tatsächlich so, und das werden wir auch in Zukunft nicht ändern, dass Filme, weil es Sinn macht. Filme werden nach Länderkategorien verkauft, weil es was mit Sprache zu tun hat. Das ist keine universale Kunst. Auch wenn wir alle Hollywood-Filme angucken, gucken wir die im Gros in Deutschland synchronisiert an und in der kleineren Teil untertitelt. Und dann gibt es noch ganz wenig Leute, die sich im amerikanischen Original angucken. So, das kann man ja auch. Man kann sich ja übers Internet bei HBO oder sonst welchen, wie heißen die, fällt mir gerade nicht ein, amerikanischen Plattformen einwählen, die das zum Teil ja ins Netz stellen. Aber du kannst natürlich nicht alles zur gleichen Zeit sofort haben, weil natürlich sonst keine Auswertung im Fernsehen stattfindet, was man ja vielleicht will, oder keine Kinoauswertung, was man ja vielleicht auch will. Faktisch kannst du es. Und dann kommt nämlich der springende Punkt, warum wir. Ja, hallo, klar. Aber das hat für mich natürlich etwas, und das müsst ihr mir jetzt verzeihen, wenn ich das sage, etwas Infantiles, wenn ich etwas haben will, sofort und jetzt. Das kenne ich aus meiner Kinderzeit oder von meiner kleinen Tochter früher. Das ist so das infantil so nicht, wie UN-Menschenrechtscharta, die in Artikel... Nein, da steht nicht drin, dass alles im Internet frei sein muss. Da steht nur drin, der freie Zugang. Aber das Kino wird auch nicht reglementiert, wenn du rein willst. Ja, da darfst du mit... Ja gut, dann musst du 3 Jahre warten, dann ist die größer, kann ich dir aus Erfahrung sagen, und dann geht das wieder. Und du könntest noch einen Babysitter anstellen, hast du was getan für den Arbeitsmarkt. Ich würde gerne mal wieder einen ruhigen Aspekt reinbringen, weil tatsächlich, ich glaube, du hast es gerade gesagt, immer die gleichen Diskussionen. 2-3 Worte Überwachung, davon glaube ich, war nicht die Rede, und schon poppt alles hoch und man redet nicht mehr sachlich über die Möglichkeiten, die es gibt und wie man sie nutzen kann. Du hast eine Sache gesagt, die finde ich bedenklich, nämlich, dass man anerkennen muss, dass die Technik so ist, wie sie ist, und man muss sich danach richten. Da gebe ich zu, ich habe einen anderen Standpunkt. Ich glaube, dass wir Regeln brauchen und sie durchsetzen können. Ich bin selber Datenschutzbeauftragter und glaube nach wie vor, dass auch ein Datenschutz möglich ist. Und da ist die gleiche Diskussion. Man kann die gleichen Texte von Constanze Kurz auswechseln und sie teilweise mit Urheberrecht ersetzen, weil es darum geht, ist es denn möglich, machbar, wünschenswert, dass individuelle Rechte Einzelner überhaupt noch in irgendeiner Form im Internet zur Geltung verholfen werden. Und da versuche ich jetzt mal auf eine andere Ebene zu leiten, die vielleicht weniger umkämpft ist. Buchmarkt, Autoren. Momentan ist es so in der Vertragspraxis, dass es ist ja allseits gewünscht, dass die Urheber und Autoren gestärkt werden. Und sie tun das auch, sie fordern ihre Rechte ein, indem sie Verlagen mehr und mehr das Recht verwehren, das Buch auch zu digitalisieren. Das hat damit zu tun, weil sie große Sorge haben, dass sobald es digitalisiert ist, sie dem Internet in Anführungsstrichen schutzlos ausgeliefert sind. Das heißt, dass es nicht angemessene Regeln gibt, die für sie eine Verwertung möglich machen. Es gibt in Irland gibt es eine große Plattform. Irland hat auch den niedrigsten Datenschutz, deswegen sitzt Google und Facebook da. Aber dort gibt es auch eine Plattform, die das professionell macht. Das heißt, die Bücher digitalisiert, um sie dann dort zu verkaufen. Und ich denke, es ist ja nicht gemeint, wenn man es ernst meint, den Urheber in der Form noch ernst zu nehmen, dass man ihn zwingen würde, wenn er das nicht will, dass er sein Buch digitalisieren muss. Also auf der einen Seite muss man ja
entweder ihm das Recht zugestehen oder man nimmt es ihnen weg. Dann muss es kann dafür Gründe geben, man kann es rechtfertigen, möglicherweise, ich glaube eher nicht, wenn man nicht wirklich in fundamentale Grundsätze des Urheberrechts eingreifen will. Aber das ist die Situation momentan. Was will ich machen, wenn ich Verträge verhandle und da sitzt ein Autor, der selbstbewusst ist und sagt, du Verlag kannst mein Buch rausbringen, das möchte ich sogar, damit ich höhere Verkaufschancen habe, aber bitte digitalisiere es nicht. Bruno. Ja, natürlich. Wenn jetzt, wir haben auf der einen Seite eine Firma, eine Produktionsfirma, die stellt einen Kinofilm her und sagt, diesen Kinofilm möchte ich als erstes ins Kino bringen. 3 Monate später soll er als DVD rauskommen und nochmal ein halbes Jahr später im Free TV oder sowas. Und auf der anderen Seite haben wir dich als Nutzer beispielsweise, der sagt, nee, ich habe aber keine Lust aufs Kino, den zocke ich mir halt irgendwo anders und dann zahle ich halt nicht dafür. Wer hat da jetzt mehr Recht in deinen Augen? Wer muss nachgeben von diesen beiden? Ich denke, in erster Linie muss der Anbieter das Angebot schaffen. Das Angebot einfach schaffen, dass ja, wir können gleich eure Frage stellen, aber er beantwortet diesen Film in der Art und Weise konsumieren kann, wie ich das möchte als Nutzer, wie ich es heutzutage vom Internet gewöhnt bin und wie es heutzutage auch normale Nutzung in allen Bereichen ist. Und wenn das Konzerne nicht begreifen, dass sie da umdenken müssen, dann wird dieser Split, und das ist das Traurige, dass hier große Konzerne vor allem versuchen, den Keil zwischen Urhebern und Nutzer zu treiben. Wir sehen das ja im Internet teilweise, was da dann grassiert. Genau das sollten wir ändern. Ich komme aus einer Zeit, als ich meine ersten Veröffentlichungen gemacht hatte als Musiker, da war der Markt komplett kontrolliert. Also du sagst, du als Nutzer hast mehr Recht, du sagst, der Kinohersteller, der Kinofilmhersteller muss das gefälligst freigeben. Jetzt hatte ich da mehrmals gehört, falsche Frage. Was wäre denn die richtige Frage gewesen? Was wäre denn die richtige Fragestellung gewesen? Stimmt. Ja, ich kann dir mal noch eine Antwort geben auf dieses, ich will die Filme sofort sehen, auch wenn sie im Fernsehen sind. Das ist eine andere, bitte? Die wollen ja. Ja, darf ich trotzdem gerade zu Ende sprechen? Dann erledigt sich vielleicht gerade die Zwischenfrage. Und zwar geht es darum, das ist anders als bei der Musik. Wenn die Musik auf dem Markt ist, dann kann ich mir eine CD kaufen und dann kann ich die kopieren und dann kann ich damit machen, was ich will. Ja, also diese MP3-Dinger ins Netz stecken. Märkte müssen sich an Lebensrealitäten anpassen. Nee, Kinders, jetzt ist es so, jetzt kommt der Kinofilm oder Games of Thrones kommt ins Fernsehen. Ich will das sofort im Kino, in meinem Wohnzimmer, auf meinem Laptop sehen. Dann frage ich euch, wo kommt denn diese Kopie her? Das ist doch jetzt nicht Onkel Karl oder meine Tochter Emma, die das macht. Das sind mafiöse Systeme, denn diese Kopie besitzt niemand, außer den Kinoverleihern und den Kinoprojektionen. Und da gibt es ganze Ketten von mafiösen Systemen, wie man an die Kopie kommt von Games of Thrones. Hallo, darf ich mal sagen? Nein, die wollen es nicht verkaufen, weil sie eine andere Idee haben. Das muss man akzeptieren, dass es vielleicht ihr Recht ist. Und wie komme ich denn an diese Kopien? Und das hast du doch gesehen bei... Natürlich Kino TO oder also Jochen, du kommst mir vor wie Don Quixote gegen die Windmühle. Nee, Kinders. Ihr unterstützt doch mafiöse Systeme in dem Augenblick, wenn ihr alles zur gleichen Zeit sehen wollt, weil an Filmkopien kommt man nicht legal heran. Da kommt man nur illegal heran und zwar richtig illegal. Das ist auch kein Kavalierdelikt. Okay, ich höre jetzt an verschiedenen Stellen, ihr wollt, wenn ich das mal richtig zusammenfassen darf, kann, ich versuche es mal. Einerseits sagt ihr, wir wollen das gleich sehen. Wir wollen zwar nicht ins Kino gehen, aber, und das ist der springende Punkt, glaube ich, der nochmal hier gehört werden will, wir wollen auch gleich dafür bezahlen. Ja, das heißt, aber heute, das heißt, am Donnerstag kommt ein Kinofilm raus und da sagen jetzt einige oder das, was wir jetzt gehört haben, die sagen, ist ja schön, wenn der am Donnerstag um 20 Uhr das erste Mal läuft, ich hätte ihn aber gerne nicht im Kino, ich würde ihn gerne zu Hause gucken und dafür bin ich auch bereit, entsprechend Geld zu bezahlen, 10 Euro kostet der Eintritt ins Kino, da müsste man dann gucken. Die Musikindustrie bzw. die Verwerterindustrie, Reinhard Karl, warum macht ihr diese Angebote nicht? Wir hatten ja vorhin gehört, dass es immer mehr
immer mehr Geld wird für kreative Leistungen ausgegeben im Vergleich der letzten Jahre. Warum sagt ihr nicht, hey, wunderbar, die Leute sind ja offensichtlich bereit zu bezahlen, dann machen wir doch selber das Angebot und Apple kann machen, was sie will, aber wir bieten das direkt selber an. Warum nicht? Man hat es oft funktioniert, aber muss zugeben, dass so ein Technologiekonzern das unter Umständen oft besser kann. Also die Jungs von Spotify, die kommen jetzt nicht aus dem Kreis der Independent-Musikkultur, aber die können das wahrscheinlich besser. Es gibt alles mögliche, Audio-Camp, die sind jetzt auch pleite gegangen. Es gibt alles mögliche, aber einfach Status quo heute. Also Veröffentlichungen im Musikbereich werden weltweit zeitgleich veröffentlicht. Alles andere macht auch gar keinen Sinn. Aufgrund der Tatsache, die wir alle kennen, dass es sowieso ab dem Tag 1 verfügbar ist. Also im Musikbereich gibt es alles. Es gibt sämtlichste Varianten der Zusammenarbeit, der Organisation, also vielleicht fällt jemand im Publikum ein, was im Musikbereich noch fehlt, was man noch zusätzlich gerne hätte. Dann wüsste man vielleicht mehr. Aber ich glaube, im Musikbereich gibt es tatsächlich alles. Die Schwierigkeit ist, dass es halt gleichzeitig ein Angebot gibt, an dem die Künstler, Urheber und auch ihre Partner nicht partizipieren. Das ist Tatsache. Das heißt, wir müssen vor allem für die Diskussion, denke ich mal, mindestens die drei Bereiche Musik auf der einen Seite, Filme und Kinos auf der anderen Seite und dann nochmal Bücher nochmal trennen, beziehungsweise unterschiedlich behandeln. Bruno, es gibt Spotify, haben wir jetzt gehört, es gibt iTunes, es gibt verschiedene andere Dienste. Warum wird denn dann, wenn das legal zu haben ist, denn immer noch in Tauschbörsen Musik peer-to-peer momentan nicht legal getauscht? Weil Menschen ganz oft Musik auch erstmal antesten wollen, um zu wissen, ob sie das überhaupt aber besitzen wollen. Aber bei Spotify habe ich doch eine Pauschale, ja. Das heißt, ich kann etwas antesten, ohne dass ich dieses einzelne Lied nochmal zusätzlich zahlen muss. Ja, Spotify ist natürlich jetzt auch an Facebook gekoppelt mit der Autorisierung. Es ist eine schwierige Sache. Es gibt viele Modelle. Es müssen, was schon gesagt wurde, auch mehr Modelle eingeführt werden. Es war lange Zeit sehr, sehr schwierig, auch selber Verkaufsmodelle zu machen, weil letztendlich die GEMA, die einfach ganz beschissene Lizenzierungsmodelle gegeben hat, wo sich's einfach nicht gerechnet hat. Letzten Endes aber ist wirklich der springende Punkt. Menschen heutzutage nutzen File-Sharing, um erstmal zu selektieren. Wir haben heute eine Flut von Veröffentlichungen. Ich muss nochmal fragen, das kann ich bei Spotify, da zahle ich 10 Euro im Monat pauschal. Ja, aber warum soll ich die Pauschale bezahlen? Ich zahle eh schon so unglaublich viel Pauschalen auf jeden Datenträger, wo ich mir was draufziehe, um mal zu hören, ob ich das überhaupt legal erwerben möchte. Das ist doch die eigentliche Frage. Wir haben heutzutage eine Flut von Veröffentlichungen. Und das ist auch wundervoll, dass wir so viele haben. Früher gab es Stakeholder, die haben bestimmt, was im Markt stattfindet. Heutzutage haben wir eine Vielfalt an Longtail. Die bedeutet aber auch, dass der Nutzer Möglichkeiten haben muss, erstmal kostenfrei einfach zu überprüfen, was er haben möchte. Ich versuche dieselbe Frage nochmal an den Konstantin zu stellen, weil ich noch keine Antwort gehört habe. Spotify ist ein Dienst, der kostet 10 Euro pauschal im Monat und ich kann, hast du gerade gesagt, 15 Millionen Lieder mir anhören. Unabhängig ist es völlig egal, ob ich mir nur eins anhöre, ob ich mir 100 anhöre und das ständig. Ich habe eine Pauschalgebühr von diesen 10 Euro plus oder minus, je nachdem, ob Premium-Modell oder nicht. Wenn es sowas wie Spotify gibt, warum nutzen die Leute dann noch Peer-to-Peer? Ich würde die Frage umgekehrt stellen, also auch bezüglich des Verlaufs der Diskussion in den letzten Monaten. Wenn alles im Internet umsonst zu bekommen ist, Und wenn sozusagen wir es mit einer Geiz-ist-geil-Gesellschaft zu tun haben, wo alle alles umsonst haben wollen, wieso setzt dieser Markt immer noch zig Milliarden von Euro um? Ja? Also das ist doch, genau. Und weil eben nicht alle so sind. Und das ist doch der interessante Punkt. Ja, jetzt Spotify, also im Grunde vermengen wir so ein bisschen jetzt wieder Musik und Film, es ist tatsächlich anders und Bücher sind anders und Fotos sind anders und so weiter. Haben wir ja gesagt, dass wir da etwas indifferent heute sein müssen. Aber nehmen wir doch mal die Filmindustrie. Ja, es ist doch unglaublich, dass in dieser totalen Zeit der Umsonstkultur solche Produktionen wie Game of Thrones und was weiß ich, Mad Men und so weiter, Six Feet Under,
Und so, dass diese Produktionen, bei denen jeder Schauspieler oder die Top-Leute da 100.000 Dollar pro Folge bekommen und so weiter, dass solche Produktionen möglich sind. Und sie sind möglich, weil man einen globalen Markt von willigen Menschen hat, die bereit sind, für Inhalte Geld auszugeben. Und die Frage ist eben, ob man sich diesen Realitäten, jetzt nehmen wir es mal auf den Filmbereich, ob man sich diesen Realitäten stellt. Und ob man eben sagt, ja, wir haben auch eine globale Öffentlichkeit im Netz. Nicht früher wusste man gar nicht, was in den USA gelaufen ist. Und dann hat man 10 Jahre später Colt Sievers geguckt hier und fand es ganz toll im ZDF. So, das kannst du halt heute, so kannst die Leute nicht mehr verarschen. Und deswegen ist die Frage, ob man da nicht zu anderen Modellen kommen muss. Und ich habe die große, also jetzt Game of Thrones ist ja so ein Beispiel, aber es gibt ganz viele andere. Ja, wenn es eine gute Plattform gäbe in Deutschland, die da sozusagen zeitgleich die Inhalte anbieten würde, wäre sie ein Milliardenprojekt. Das Problem ist, das hast du völlig richtig angesprochen, dass es rechtlich eben sehr kompliziert ist. Dem stimme ich unbedingt zu, warum wir eine Reform des Urheberrechts fordern. Also das Glas ist halb voll, beziehungsweise das Glas ist halb leer. Glas und volles Glas und so weiter ist natürlich auch ein passendes Stichwort, um mal auf die Uhr zu schauen. Ich würde gerne einerseits mal die Runde auch nochmal ins Publikum geben. Bitte nochmal um Handzeichen, es ist ein bisschen schwierig, was zu sehen. Und einerseits, ich sehe euch, und andererseits aber mal den Tom von der ISA, ISA-Tom, drüben mal zu fragen, gibt es denn auch Anmerkungen und Kommentare aus der sogenannten Netzwelt? Da ist einiges los. Am Anfang gleich mal die Frage, die hat zum Publikum auch gepasst, von @.de auf Twitter, fragt Jochen Greve, ob seine Tatorts auch raubkopiert werden. Und gleich im Anschluss... Die müssen ja nicht raubkopiert werden, die stehen ja doch. Wir sammeln am besten die Fragen, wir sammeln gleich auch eure Statements im Publikum und machen dann, denke ich, schauen wir mal, ob wir es in einer Abschlussrunde oder zwei Abschlussrunden schaffen. Tom? Zu Jochen Greve nochmal, es liegt nicht am Verwertungskonzept, eine Aussage. Und dann die zweite, die haben ein anderes Verwertungskonzept, das muss man akzeptieren. Zwei Aussagen einer Person. Eine Frage oder nur so ein Statement? Das war nur ein Statement. Okay. Ich gebe nur Statements aus dem Netz wieder. Mhm. Zapfenpferd hat im Chat gesagt, Konsum und Bezahlung entkoppeln. Werke müssen nicht vor Konsum geschützt werden. Und gleich noch CCC, Kulturwert... Wertmarkmodell, genau. Ist bester Kompromiss. Konsumenten bewerten die Qualität und Ausschüttung. Ist die besten Werke werden honoriert. Dazu ist noch ein Kommentar von OXC im Chat. GEMA ist schon Kulturflatrate. GEMA gehört abgeschafft. Da können Sie vielleicht noch diskutieren darüber. Okay, nochmal ein ganz eigenes Dings. Zu dem Kommentar, dass Facebook, Google, Twitter und Co. Die Nutzer zahlen lassen soll. Die werden sich vom Nutzer dann wiederholen. Okay, dieses Zahlenthema hat man und gerade, das, ja. Und das Three-Strikes-Modell, da kommt man aber schnell in die Beschränkung der Bürgerrechte. Okay, Dankeschön. Erstmal ans Netz. Jetzt haben wir hier nochmal, ich mache einfach kurz. Ja, nochmal an den Rainer Karl. Ich hatte vorhin gefragt, Paragraph 8 Telemediengesetz, das heißt, der Vorschlag geht tatsächlich in die Richtung, das Provider-Privileg abzuschaffen. Das heißt, die Provider für die Inhalte verantwortlich zu machen, ja oder nein? Der Vorschlag euch am besten die Fragen, wir sammeln sie einmal, sonst da denke ich, kriegt man es besser durch. Ist es an den Herrn vom Tatort, ist es richtig, dass ihr global produziert, aber lokal vermarkten wollt? Lokales Vermarkten? Ich verstehe die Frage nicht. Kannst du die nochmal anders formulieren? Das heißt, du findest es gerechtfertigt, dass man jetzt zum Beispiel in Deutschland da vermarktet, in Amerika einen anderen Termin hat und so weiter, produziert aber an den billigsten Standorten. Da wird nicht nach Deutschland gegangen. Das ist so nicht richtig. Es wird nicht an den billigsten Standorten produziert. Okay, aber wir sammeln die Fragen. Das ging aber auch in die Richtung Ländercodes auf DVDs und so weiter. Ja, genau. Was mache ich mit Filmen, die seit 20 Jahren nicht mehr gesendet werden und an die ich einfach nicht rankomme legal? Stichwort auch verwaiste Werke quasi. Was mache ich mit dem Tatort nach der Erstausstrahlung, den ich mir trotzdem danach noch legal anschauen will? Da gehen Sie auf den 7-Days-Catch-up, da läuft das rum. Eine Woche, aber wenn du in dieser Woche nicht da bist, was machst du nach 2 Wochen? Dann musst du eine andere Partei wählen, weil das ist politisch so gewollt. Okay, haben wir...
ist ja durchaus möglich, eine andere Partei zu wählen. Ja, habe ich auch schon gehört. Jetzt hatten wir hier noch bei Philipp. Ja, hallo, also ich habe mal eine Verständnisfrage zu der Kulturflatrate und das geht in die Richtung von Twitter dort. Das ist ja tatsächlich auch eine Pauschale. Und wir haben doch beim GEMA das Problem, dass dort auch immer nur Pauschalen bezahlt werden. Also ich habe, es gibt zum Beispiel eine in München relativ bekannte Band, die aber nur einen kleinen Indie-Status hat. Oh Gott, den muss ich jetzt outen, also die Candelila. Ganz kleine Band. Die hatten aber mal es geschafft, auf bei Schlag der Raab gespielt zu werden. Die Jahresendabrechnung von der GEMOA, die sie bekommen haben, lag irgendwie bei 70 Cent oder so, die sie da rausbekommen haben. Also dort haben wir doch auch eine Pauschale. Also dort ist doch das Problem, dass wir sozusagen die Urheber nicht an den Gebrauch ihres Werkes gekoppelt sind. Hat man da nicht wieder so ein System wie im Endeffekt bei der GEMA, was man dort installiert? Ich habe eine Frage an Reinher. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du vorher gesagt, dass man das File-Sharing im kleinen Rahmen legal halten sollte, zum Beispiel über Blogs und über Peer-to-Peer, also im großen Rahmen verbieten. Du weißt schon, dass wir uns hier über das Internet unterhalten. Und meine Frage ist, ob du irgendwie einen Rahmen siehst, wie so etwas umsetzbar sein sollte, dass etwas im Internet im kleinen Rahmen bleibt. Das halte ich nicht für realisierbar. Ich habe noch ein ganz kurzes Statement. Für mich aus Konsumentensicht sind File-Sharing-Plattformen total uninteressant, wenn es um Musik geht. Weil es gibt genug Möglichkeiten, wie ich Geld hinwerfen kann, damit ich Musik bekomme. Bei Filmen sieht es aber tatsächlich ganz anders aus. Da muss ich Geld hinwerfen und kann aber mich nicht für frei alle Filme entscheiden, die ich sehen möchte. Weil eben bestimmte Anbieter sich weigern, einfach die Möglichkeit zu geben. Ich möchte nur die Möglichkeit, ich würde gerne dafür bezahlen. So, vielen Dank. Jetzt kann ich auch einmal die Showtreppe runterlaufen. Das wollte ich schon immer mal machen. Ich hoffe, Dankeschön. Vielen Dank. Das ist mir auch sehr wichtig. Ich hoffe, ihr habt euch die Fragen auch einigermaßen gemerkt, beziehungsweise die Anmerkungen. Wollen wir da rein nach durchgehen? Bruno, ging da was direkt an dich? Nein, aber direkt an den Rheinherr auf jeden Fall. Das war, gib uns noch mal zwei Stichworte. Paragraph 8. Ich habe mir auf jeden Fall die zwei Fragen gemerkt. Es geht nicht um Paragraph 8, es geht um Paragraph 7, um ihn konkret zu nennen, und zwar um die Frage, was passiert, wenn sich eine Plattform Inhalte zu eigen macht. Dazu gibt es umfangreiche Rechtsprechung, das ist alles sehr kompliziert. Das sollte enger gezogen werden und es sollte daran gekoppelt werden, dass man dann für Inhalte als eigene Inhalte verantwortlich ist, wenn man sie wirtschaftlich nutzt. Das ist ein konkreter Vorschlag, aber es geht nicht um eine generelle Aushebelung des Provider-Privilegs, das wäre nicht sinnvoll. Zur zweiten Frage, Peer-to-Peer, und kann man etwas partikular regeln? Es geht eher darum, ob es möglich ist, bestimmte klare, sagen wir mal, übliche Handlungen von Nutzern zu rechtfertigen, dass sie nicht mehr durch das Exklusivrecht des Urheberrechts verboten werden können, sondern vergütet werden. Und da stellt sich die Frage, wie ist es, wenn man Remix Culture, wenn man im privaten Bereich für eigene Nutzung, ich spreche jetzt nur für Musik, ich weiß, dass das verschiedene, insbesondere die Autoren, ganz anders sehen, aber im Musikbereich, denke ich, wäre es durchaus für sinnvoll zu sagen, dass es hier keinen exklusiven Anspruch mehr gibt, sondern dass es lediglich vergütet werden muss, was einer Pauschale entspricht. Und genauso ist es denkbar, wenn ich im Rahmen eines privaten Blogs Inhalte einstelle, die über das Zitatrecht hinausgehen, aber immer noch im Rahmen eines Blogs stattfinden unter gewissen Einschränkungen, das eben aus dieser Verbotsecke herauszunehmen und pauschal zu vergüten. Das, denke ich, ist diskutierbar und auch durchaus sinnvoll eventuell. Konstantin? Also zu den zwei Fragen. Einmal die Frage, läuft man nicht in dieselbe Verwertungsgesellschaften-Problematik rein mit einer Pauschalvergütung. Das genau gilt es natürlich zu verhindern. Ja, also es ist, glaube ich, völlig unstreitig, dass auch beim heutigen System der Verteilung von Geldern große Ungerechtigkeiten passieren, weil einfach sehr undifferenziert ausgewertet wird und gerade die Kreativen häufig das kürzeste Stöckchen in der Geschichte ziehen. Deswegen, wenn man so etwas machen wollte, ließe sich das nur verbinden
mit einer Reform auch des bestehenden Verwertungsgesellschaftenmodells. Und die zweite Frage zu dem Depublizieren. Jetzt nicht gleich Kammerflimmern kriegen, ja? Also, ich bin ehrlich gesagt der Auffassung, dass die Depublikationsverpflichtung nach 7 Tagen ein völliges Unding ist und völlig verrückt. Und von mir aus sollen Tatort-Autoren auch das Doppelte bekommen für ihre Drehbücher. Aber was sozusagen die Allgemeinheit mit den 7,5 Milliarden Euro, die wir alle in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stecken, und zwar nicht nur in Tatorte, sondern in alle Sendungen, die laufen, in alle Hörspiele, in all das, was die Öffentlich-Rechtlichen tun, Hörfunkorchester und so weiter, das ist sozusagen, das gehört zur Allmende und das muss den Menschen zugänglich gemacht werden, denn sie haben dafür bezahlt. Was ich vielleicht noch zur GEMA sagen muss, weil das wurde hier auch angesprochen und ist vielleicht gar nicht so transparent gemacht worden. Punkt 1 ist, wenn wir über Pauschalen nachdenken, klar, die Geschichte. Momentan werden an Pauschalen wirklich nur im Musikbereich GEMA-Mitglieder honoriert. Das heißt also, jemand, der unter Creative Commons veröffentlicht, bekommt gar nichts. Das muss sich zum Beispiel ändern, das ist ganz klar. Über solche Dinge müssen wir nachdenken, wenn wir Pauschalen reformieren wollen, deckeln wollen und auch neu verteilen wollen. Aber, und jetzt komme ich zu dem bestehenden System der GEMA. Ich kann genau das, was du sagst, auch so bestätigen. Wenn ich mit meiner Band, mit der ich in der ganzen Welt unterwegs war, in Deutschland eine 20-städtische Tour mache, pro Konzert werden 350 Euro an die GEMA abgeführt, dann könnte man rechnen, dass sowas, naja, von den 7.000 Euro vielleicht die Hälfte zumindest zu mir kommt. Nee, es sind 2,37 Euro. Und es liegt einfach, und das deckt sich mit dem, was bei Stefan Raab da erwirtschaftet wurde, dass es unglaublich unfaire Abrechnungsschlüssel bei der GEMA gibt, die von einer sehr privilegierten Schicht von Rechteinhabern, sogenannten ordentlichen Mitgliedern, ausgehandelt wurden und deren großen Verlagen und dadurch der kleine Urheber, Stichwort Pro-Verfahren, im Endeffekt wirklich nur Peanuts verdienen. Es geht hier drum, dass man endlich mal eine punktgenaue Verrechnung bei der GEMA hinbekommt, eine repertoiregerechte Abrechnung und es gibt noch viele, viele andere Dinge zu reformieren sind, wie zum Beispiel E- und U-Schlüssel, die Unterscheidung zwischen Ärzte und Unterhaltungsmusik. Schaffen wir jetzt heute hier nicht mehr. Jochen, wir hatten heute Mittag telefoniert und du hast gesagt, du glaubst, dass die Diskussion, die wir die letzten Monate, Jahre geführt haben, einen Schritt vorangekommen ist. Bist du immer noch dieser Meinung? Ja, natürlich, klar. Anfang des Jahres wurde mir noch praktisch jedes Verdienstmöglichkeit abgesprochen. Inzwischen wird ja schon gesagt, ich darf was verdienen. Jetzt geht's noch um die Feinheiten und vielleicht noch um den Stil, in dem geredet wird. Also das ist schon ein großer Vorteil, ja. Ich würde langsam den Sack zumachen, wenn ihr einverstanden seid. Aber noch nicht, ich habe noch 2, 3 Sachen. Ich möchte noch etwas sagen, weil das ja eben, ich habe meine Fragen auch noch gar nicht beantwortet. Ich will das auch nur kurz auf den berühmten Tatort da beschränken. Das wird natürlich nicht im Netz runtergeladen, weil man das natürlich im Netz sehen kann. Dieser 7 Days Catch-up, war ja jetzt eben auch nur ein bisschen witzig gesagt, das ist natürlich der Rundfunkstaatsvertrag und der politische Wille, dass das so ist. Ob ich das gut finde oder nicht, ist ein ganz anderes Thema. Das ist natürlich aber darüber schon mal im Netz zugänglich. Man findet meine Tatorte übrigens unter anderem auf YouTube in 8-Minuten-Stücken reingeladen, völlig ohne Erlaubnis. Aber das ist natürlich, da wird das dann geklaut, ja, und da reingestellt. Ach, eine letzte Frage habe ich vielleicht doch noch. Du hast gesagt, du hast einen Tatort geschrieben aktuell, der kommt dann wahrscheinlich in einem Jahr ins Fernsehen. Kannst du uns schon was zu 9. September, ganz genau. Wer ist der Mörder? Das ist nicht interessant, weil der Mörder am Anfang schon dabei ist. Okay. Er heißt übrigens Hochzeitsnacht, ja? Nur falls ihr ihn sehen wollt. Einfach mal googeln, vielleicht gibt es ja schon Informationen darüber im Netz. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal, euer Applaus noch mal. Ja, vielen, vielen Dank. Bevor wir gleich noch in den gemütlichen Teil rausgehen, habe ich noch ein paar Anmerkungen oder ein paar Dinge zu
sagen. Erstens, warte doch einfach noch die 2 Minuten ab. Erstens, am kommenden Samstag, draußen liegen überall Flyer, gibt es, wir hoffen, dass es wieder die größte Demonstration bundesweit, vielleicht europaweit wird, zum Thema gegen ACTA, für Freiheit statt Angst. 13 Uhr am Karlsplatz Stachus geht's los. Unter www.aktamuck.de findet ihr alle Infos. Draußen gibt's auch jede Menge Flyer. Zum Thema Demokratie mache ich euch auch nochmal aufmerksam. Sonntag in einer Woche Bürgerbegehren in München für oder gegen eine dritte Startbahn. Macht von eurem demokratischen Recht Gebrauch und geht dorthin. Dann möchte ich mich einerseits bei der Netzbegrünung bedanken, die das Ganze ins Internet gestreamt hat, und bei Isatom, der da drüben auch der, ja, warst du jetzt mehr Netzmoderator oder eher Shitstorm-Manager? Ich bin nicht mehr auf dem Ton. Shitstorm-Moderator für den Herrn Jochen Greve, glaube ich, am meisten. Okay, ja. Das heißt, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, nochmal, aber man muss auch nicht alles zur Kenntnis nehmen, was sonst so im geschrieben wird. Was ich für den Isatom drüben darf habe. Darf ich noch kurz eine Dankeschön. Sache sagen? Ja. Ich finde es also auf einer Seite irgendwie auch großartig, wie der Jochen Greve richtig sich darüber freut, dass er hier einen Shitstorm bekommt. Und ich finde, er nimmt es auch auf eine ganz herrliche Art und Weise an. Das muss ich ihm einfach als Kontrahent mal zugestehen. Bruno, das kann ich aber nur zurückgeben, ja. Okay, jetzt aber genug geflauscht. Also, der Tom, das hier ist... Das hier ist eine kleine Spezialtastatur, die kann man sich an sein Keyboard nochmal oder an seinen Computer zusätzlich dran machen. Und da sind Smileys, 16 verschiedene Smileys drauf. Da kann man dann ganz schnell ein lachendes oder ein weinendes, ich glaube, ein gutes Werkzeug für einen Netzmoderator. Vielen Dank für deine Hilfe. Dankeschön. Der Bruno, wir sehen ihn ja mit dem Hut und fein ziselierter Bart und bunte Haare und so weiter. Also das ist jemand, der schon auch auf sein Äußeres achtet, vielleicht mehr als ich. Und er ist ja in der Piratenpartei, denen man ja manchmal nachsagt, sie seien recht nerdig. Und ein typischer Nerd, lieber Bruno, der braucht auch eine passende Nerdbrille. Und das ist dein Geschenk. Nochmal dein Applaus. Ich habe ihn vorgestellt als den Justiziar vom VUT und auch als Urheberrechtsanwalt und Medienanwalt. Und ich glaube, als Anwalt hat man sehr viel... Wie bitte? Ja. Als Anwalt hat man sehr viele Schriftstücke auch zu bearbeiten. Manche sind vielleicht ganz gut, aber ganz viele, da würde man einfach gern sagen, oh mein Gott oder what the fuck. Und um das abzukürzen, habe ich hier vorbereitete Stempel. Da kannst du auf Schriftstücke einfach draufschreiben, what the fuck, oh mein Gott. Dankeschön. Was ein richtiger Tatortautor ist, der gruselt sich natürlich gerne und es ist wahrscheinlich auch immer eine große Herausforderung, sich Inspiration zu holen. Manche sagen, ich singe unter der Dusche, da kann ich mich am besten entspannen und am besten kreativ sein. Ich hoffe, dass das ein bisschen hilft. Das ist Duschgel in Form eines Blutbeutels und vielleicht kannst du dir da etwas ausdenken. Und jemand, Konstantin aus dem Bundestag, der ja viel, auch momentan vielleicht noch zu viel mit anderen zu tun hat, die dort die Mehrheit bilden, der denkt sich vielleicht manchmal in so einer schwierigen Parlamentsdiskussion, um Gottes Willen, was soll das Ganze denn wieder? Und um nicht immer nur einen Zwischenruf zu haben, sondern sich das etwas leichter zu machen, das kann man einerseits als Schlafkissen verwenden, wenn es gar langweilig wird, oder umdrehen und sagen, what the fuck, liebe Regierungskoalition?
Vielen, vielen Dank für euer Kommen. Wir bleibt noch eine Weile hier. Wir können uns draußen noch die Diskussion weiterführen. Denkt einerseits ans Bürgerbegehren Sonntag in der Woche und denkt daran, am Samstag 13 Uhr zum Stachus zu kommen. Vielen Dank, bleibt noch eine Weile da. Bis dann. Tschüss.